Was geht ab? YouTube. Bonix hat's von inhaliert. STDB ist auch ready. Schon auf der Fahrt gemacht worden. Und jetzt gibt es hier in diesen Billigtüten, ich glaube, die gehen langsam pleite, 5 Berliner und 2 Schoki-Croissants. Und wir haben 7:08 Uhr, falls es jemand interessiert. We are bei Station Nummer 2, haben wir 3 Schoko-Croissants. Dann haben wir hier ein Schoko-Croissant und ein Berliner. Und dann haben wir hier nochmal 2 Berliner und ein Apfeltasche. Eine Minute, 37 Sekunden später. Cardio erledigt. Leute, ich laufe schon wieder aus, aus allen Löchern. Gesicht ist auch wieder tot. Ich würde sagen, Bauch auf meinen Lauch, chillen, Booster süffeln, Booster rein. Ich denke mir heute ein bisschen Glycerol oder Epic Pump, eins von beiden. Und dann geht's los. Was geht ab, meine Freunde, und einen wunderschönen. Ich bin durch. Ich sag's euch, ich bin sowas von fix und alle von dem Training heute. Und ich freue mich einfach auf meinen Post-Workout. Gerade gibt es jetzt hier noch 60 Gramm von meinem Clear-Isolat im Geschmack Blaubeere. Richtig, richtig geil. Davor gab es wieder Tecmagnesium und Vitamin, um meinen Stress, um das Cortison zu drücken, um besser zu generieren, sprich auch schneller Muskelwachstum zu haben. Und jetzt fahre ich erstmal den geilen Burger holen. We have Doppelwopper, mit dem starten wir jetzt. Yeah, yeah, yeah. Wer ist trocken wie die Wüste? Time for Round 2. War beim goldenen M, bei der goldenen Möwe. 3 Doppelcheese, Hors de Droit und einen normalen Big Mac, weil es gibt leider keinen Doppel Big Macs mehr, aber wir haben uns extra Fleisch drauf gepumpt und das snacken wir jetzt. Go! Vom Kopf bis in die Füße, wer hat weniger Fett an sich als ein Kochtopf voller Gürkchen? Bist du shredded, dann ist der Schredder. Was geht ab, Freunde? Wir haben 15.45 Uhr. Ich war jetzt gerade noch einkaufen. Dann geht es jetzt gerade schon auf dem Weg nach Hause. Und was ich mir da für geile Mietze mache, ich habe mir Lachs geholt, ich habe mir Fischstäbchen geholt, ich habe mir geile Pfanne geholt. Wow, da ist ein totes Tier. Ich muss schon mal fahren. Was habe ich geholt? Eine Kokossoße und ein Hähnchen. Also so ist das geschätzt als gewesen. Ja, was ich da mache, seht ihr dann gleich. Jetzt geht es erstmal heim. Duschen. Ich bin übel, gefühlt wieder durchschwitzt. Thermogenese rennt. Stoffwechsel rennt ohne Titten on Pump hier. So, Freunde, 17:04 Uhr fangen wir an hier mit dieser Mahlzeit. Richtig, richtig geil. 200 Gramm Reis trocken, 10 Eiklar, die halbe Paella und 250 Gramm Lachs. Ich würde sagen, einmal noch die Enzyme reinballern und dann let's go. Top voller Gürkchen, bist du shredded, dann ist der Schredder. Gegner von den Turtles, das ist Chris Baumann, yeah. Mit einer mega krassen Physis. Ein Papercut, dann sprüht es, ey, das Training immer fürstlich. Und die so, Freunde, es geht weiter mit 250 Gramm Reis. Kochen gerade in der Mikro. Hier kochen meine Fischstäbchen. Hier sind noch ein paar Maultaschen und Lauschtaschen drin. Hier wird die restliche Portion Paella Media gemacht. Das habe ich mir auch noch geholt. Mal gucken, ob ich das heute mache oder nicht. Und hier haben wir was richtig, richtig Geiles. Fleisch und Lachs. Time for round 2. Die Reste von den Fischstäbchen, die ich schon gegessen habe, waren 15 Stück. Leute, diese Panade, ich liebe sie. Fischstäbchen, Reis, Rest von Paella, Fischstäbchen. Let's go in der Ding hier. Kochen. Oder sind das hier ready? Jetzt geht es wieder mit meinem restlichen Reis.
diese Motherfucking Genetik ist nicht üblich, weil sie flach und dünn ist. So, Freunde, der Rest vom Reis habe ich drauf getan. Dann habe ich hier mein Platz und mein Fleisch. Oh. Zwei und Smack sind in der Schüssel, ganze Packung wird am Tag vertickt und ist ganz genüsslich. Und bitte, was für Baumgartner, guck hier, kommt der Baum. Jetzt habe ich schon angefangen, es tut mir leid, Leute, ich habe es euch auf Insta festgehalten, also deswegen checkt auf jeden Fall mein Insta ab, das postet halt jedes Meal fast. Jetzt auch noch am Reis trocken. Dann haben wir hier noch ein bisschen, ihr seht die Sweet Chili Soße. Hier unten, das ist noch meine Kokosmilch, die ich gekauft habe. Und den Enzym habe ich drüber und noch einen Eiklar. Lecker! Mann, stabile Backsteinmauer, guckst du dir mal seinen Bauch an? Hast du schon mal so ein Bizeps gesehen, so ein Trizeps gesehen? Mit mehr Streifen auf den Muskeln als argentinische Steaks. Das Video.